Hoppla, da kam soeben eine Durchsage, dass in einer halben Stunde geschlossen wird. Deswegen bin ich nochmal schnell zur Porzellanausstellung gelaufen, weil ich euch unbedingt noch zwei Kopfstützen zeigen wollte. Beides Zijo-Waren. Bisher kennen wir ja diese typische Zijo-Ware, die weiß glasiert ist und einen dunklen Scherben hat und wo halt in die Glasur das Muster eingeritzt wurde. Also dieses Sgraffito, wo man die Glasur wieder abgetragen hat, um das entsprechende Muster herauszuarbeiten. Hier haben wir eine andere Zijo-Ware, ebenfalls eine Kopfstütze, so wie die erste, die ich euch gezeigt habe. Und die, die wir in Berlin auch im Museum haben, die ich euch vielleicht auch bei Gelegenheit mal zeigen werde. Diese Kopfstütze ist grün glasiert im Hauptteil und hat oben auf der Dekorfläche ein Blumenmuster. Ist jetzt nicht ganz klar einsehbar, was das für eine Blume ist. Scheint nichts irgendwie speziell geartetes zu sein. Aber wie man sieht, Zijo-Waren können auch durchaus andere Gestalten haben, also Waren aus dem Zijo-Ofen. Und hier sehen wir halt eins mit Glasur und entsprechender zweifarbiger Bemalung. Also der Hintergrund von der Chorfläche scheint unbehandelt zu sein. Lediglich halt die Umrisse der Blätter, der Stiele und der Blütenblätter sind ausgearbeitet. Und dann haben wir halt ein zweifarbige Glasur. Und zwar einmal bei den Blättern oder bei dem Laub und den Stielen dasselbe Grün wie auch beim unten hier beim Körper dieses Kissens. Und dann noch einmal so ein rötlich-braun für die Blütenblätter. Weitere Zijo-Ware, ebenfalls eine Kopfstütze, dazu gehe ich jetzt nach links, ist dieser Tiger. Der ist auch glasiert vollkommen. Entsprechend, also der Gefäßkörper entsprechend den Farben eines Tigers, als in so ein goldbraun, gelblichbraun mit dunklen Streifen. Und die Dekorfläche oben am Rücken des Tigers ist weißlich gelassen und ist einmal eingerahmt mit einem dicken schwarzen Streifen und zeigt dann in Schwarz auch ein Blumenmuster. Da ist für mich auch wieder nicht erkennbar, ob es eine bestimmte Blume sein soll oder ob es einfach nur so irgendeine Blume ist. Die hier stammt nicht wie die erste Kopfstütze gerade aus der Sung-Zeit, sondern aus der Jin-Zeit oder aus der Jin-Dynastie. Die ist aber mit dem Ende der Sung-Zeit grob deckungsgleich, also 1115 bis 1234. Wie gesagt, es ist nach einem Ofen benannt, wobei dann nicht nur in einem Ofen gebrannt wurde. Also ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wo dieser Zijo-Ofen ist. Und deswegen kann ich jetzt nicht sagen, ob davon eventuell einige Teilöfen im Süden waren, also da, wo die Song-Dynastie war, und andere Teile von diesen Öfen im Norden, wo die Jin-Dynastie war, dass man es deswegen dahin datiert hat. Aber auf jeden Fall 12. Jahrhundert bis Anfang des 13. Jahrhunderts ist diese als Zijo-Ware klassifizierte Kopfstütze entstanden. Hier noch einmal zwei Teeschalen aus der Sung-Zeit. Hier ist eine ganze Vitrine voller Keramik aus der Sung-Zeit. Man sieht auch schon von Weitem, dass das sung-zeitliche Keramik ist. Einmal ist sehr viel Celadon dabei in diesem grünlich-türkis, in dieser grünlich-türkis-bläulichen Farbe. Und man sieht es halt auch einfach an der Schlichtheit der Dekore. Teilweise sind halt die Dekore eingekratzt oder es gibt gar keine Dekore. Und es ist halt wirklich, ist diese Formvollendung, diese Betonung der Form an sich. Und darauf halt das schlichte oder gar nicht vorhandene Dekor. Hier sind halt wie gesagt zwei Teeschalen aus der Sung-Zeit. Das linke ist eine Zijo-Ware. Und das rechte ist eine Tien-Ware.
Und die linke sieht etwas gröber aus und die rechte etwas feiner. Ich werde mal versuchen, nach oben zu gehen. Hoppla, hoppla, hoppla. Wunderbar, so kann man auch das Innere der Gefäße sehen. Wenn ich jetzt mal ein bisschen runter wieder gehe, da sieht man links so ein Tupfenmuster, das einen Namen hat, den ich vergessen habe. Und rechts sieht man dieses typische Hasenfell oder Hasenhaarmuster. Das ist, wenn die Glasur nach innen läuft und dabei so ganz, ganz feine Fließspuren hinterlässt. Und man sieht ja, dass der untere Teil der Glasur dunkel ist, der obere ist ein bisschen heller. Und das dann in ganz feinen Strichen. Ich werde jetzt mal ranzoomen an diese Tienware, dass man das Innere etwas besser sieht. Ja, wunderbar, da sieht man sehr schön, wie im Inneren diese Glasur ganz fein nach innen zerlaufen ist. Und das war das sogenannte Hasenfellmuster. Ich zeige nochmal das Innere der Zijo-Ware. Ist natürlich total schief jetzt, aber egal. Das sieht so aus, etwas gröber. Dafür gibt es auch einen Terminus Technicus, der mir leider entfallen ist. Und eben solche sungzeitlichen Teeschalen waren es, die in Japan reißenden Absatz gefunden haben und die für wirklich teures Geld, auch nachdem es diese Ware schon nicht mehr gab und die wirklich schon aus der Mode waren, die für wirklich teures Geld nach Japan importiert wurden, weil sie halt einfach so beliebt waren und wirklich als die Krönung der Teeschalenkultur sozusagen galten. Deswegen waren die Japaner da auch bereit, horrend hohe Summen für diese Teeschalen zu bezahlen. So, ich muss euch nochmal belästigen zum Abschluss mit einem Ming-Ti, also einer Grabbeigabe. Hier haben wir so einen Topf, so einen Speichertopf. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, ob da wirklich was drin enthalten war. Also es wurde ja manchmal in Gräbern wurden auch Essensreste in den Gefäßen gefunden. Bei dem hier, das ist eine ganz besondere Form. Das ist nach der Han-Dynastie entstanden, in der westlichen Xin-Dynastie. Die war 265 bis 316 nach Christus. Und diese besondere Art von Ming-Ti hat man insbesondere im Süden gefunden, also so in Zhejiang und den nördlich und westlich angrenzenden Provinzen. Und das sind halt einfach solche Töpfe, solche Gefäße, wo oben sowohl Figuren als auch Gebäudedarstellungen drauf sind. Und diese Art von Mischung aus Gefäß und Figuren und Gebäudedarstellung ist halt für diese Region um das nördliche Zhejiang herum bezeichnend und gibt es sonst relativ selten oder wenig. Also es ist wirklich eine Besonderheit dieser Region. Das heißt also, auch wenn wir hier im Guangzhou Shengbo-Guan sind, haben wir hier keine Guangzhou-typische Ware, sondern eigentlich eher eine aus Zhejiang, also der von hier aus gesehen etwas nördlichen Provinz. Ich werde mal kurz auf den oberen Teil, also der untere, da sieht man vielleicht so Knubbel, das sind Darstellungen von Tieren, aus wie laufende Tiere mit Köpfen und Schwänzen. Und ich werde mal auf den oberen Teil dieser Gebäudedarstellung kurz zoomen, damit man das ein bisschen besser sieht. Also da sieht man ein Türmchen oder eine Pagode mit verschiedenen Stockwerken, einem Eingangstor und Figuren, die halt an verschiedenen Teilen dieses Turmes sitzen. Und ganz oben auf dem Dach, ich gehe mal mit dem Finger kurz davor, hier sieht man auch wieder einen Vogel auf dem Dach sitzen. Das könnte also vielleicht auch wieder so ein glückverheißender Vogel sein. So ein, in Anführungsstrichen, Phönix. So, und damit die Leute hier nicht alle total panisch werden, weil ich immer noch hier rumlaufe, werde ich jetzt das Museum verlassen und den Leuten ihren Feierabend geben. Das war es aus dem Guangzhou Shengbo-Guan. Und wenn wir uns das nächste Mal sehen, sehen wir uns nicht in China.